Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute soll es um meine Weihnachtswunschliste gehen. Die besteht tatsächlich nicht nur aus Büchern. Wer hätte es gedacht, es wurden quasi 4 Kategorien, also ich habe meine Wünsche in 4 Kategorien unterteilt. Das wären zum einen natürlich Bücher, wie kann es auch anders sein, dann Funko Pop Figuren, dann Kleidung. Und dann, die Kategorie habe ich Sonstiges einfach getauft, weil es geht um Gaming, es geht um Filmen, es geht um Allgemeines, was so mich und mein Leben betrifft. Ja. Ich würde auch sagen, wir starten direkt mit dem ersten Artikel. Ich zücke mein schlaues Telefon, da ist nämlich meine Wunschliste drauf abgespeichert. Ich habe sie zwar im Kopf, aber safety first. Ja, ich würde sagen, wir fangen auch direkt mit den Funkos an, weil ich den ersten nämlich schon hier offen auf meinem Telefon habe. Wie immer blende ich euch natürlich hier unten ein, was der Funko kosten soll. Was bei Funkos ja immer so ein bisschen up and down ist, weil die Preise da doch in der Regel öfters mal schwanken, weil es keine Fixpreise sind, so wie bei Büchern zum Beispiel. Ich blende euch auf jeden Fall ein, was zum Tag X heute der Funko kosten würde und unten in der Infobox findet ihr natürlich auch wieder den Link dazu, falls ihr ihn euch auch kaufen möchtet. Und hier blende ich euch dann natürlich auch immer wieder ein, wie der Funko auch aussieht. Oder der Artikel, den ich euch eben zeigen möchte. Ja, ich würde sagen, wir starten direkt mit dem ersten Funko und das wäre da-da-da, Luna. Ich habe Luna schon einmal hier im Regal stehen. Und das ist aber nicht genau dieser, sonst würde ich mir den ja nicht wünschen, sondern Luna mit dem Löwenkopf, also quasi mit dieser Löwenperücke, Mähne, tralala, wie sie auch im Film zu sehen ist. Ich persönlich finde Luna einfach nur grandios. Sie ist natürlich neben Harry und Co. einer meiner liebsten Figuren. Eigentlich, wenn ich ehrlich bin, ist es auch meine liebste Figur, weil sie einfach so Banane ist. Ich habe gerade letzte Woche noch zu meiner Schwester gesagt, ich habe so viele Funko-Figuren und irgendwie habe ich nur 3 Stück von Harry Potter. Und das geht irgendwie so gar nicht. Ich habe noch 1, 2, 3, 4 von Fantastische Tierwesen. Und wenn man mal die Relation sieht, ich habe 4 von Fantastische Tierwesen und nur 3 von Harry Potter. Deshalb wird es jetzt auch keinen überraschen, dass der nächste Funko, den ich euch zeigen möchte, auch ein Harry Potter Funko ist, und zwar Dumbledore. Den gibt es ja auch in mehreren Ausfertigungen und Versionen. Aber genau dieser hier hat mir eben so gut gefallen, weil es jetzt gerade auf Weihnachten zugeht und er so weihnachtlich gekleidet ist, weil er in ein weihnachtliches Gewand gekleidet ist. Und ich glaube, das, was er in der Hand hält, ich muss noch mal aufs Bild gucken, aber das sieht mir wie ein Geschenk aus. Ja, das sieht aus wie ein kleines silbernes Geschenk. Deshalb musste der jetzt auch auf die Liste und macht sich bestimmt sehr gut mit Luna und den 2 Harrys, die ich schon im Regal stehen habe. Ein weiterer Holiday Funko. Harry! Ich weiß gar nicht, was er da in der Hand hat. Sieht aus wie eine kleine goldene Eule. Sagt mir jetzt gerade irgendwie nichts. Wann hatte Harry mal eine kleine goldene Eule in der Hand? Falls ihr es wisst, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ja, ich habe zwar schon 2 Harrys, also ich habe 2 Harrys und eine Luna, aber das ist eben auch ein Holiday Harry und deshalb finde ich es irgendwie gerade sehr passend, den auf meine Wunschliste zu setzen. Und dann last but not least noch ein letzter Funko Pop und zwar dieser hier. Ja, Gimli von Herr der Ringe. Ich habe, zu meiner Schande muss ich das wirklich gestehen, nämlich keinen einzigen Herr-der-Ringe-Funko. Ich hatte mal Frodo, den habe ich aber der lieben Lou gegeben, weil Frodo und ich in diesem Leben keine Freunde werden. Ich habe den mal bei so einem Mystery-Sale bekommen. Da hast du irgendwie 5 Euro bezahlt plus Porto und hast dann einen Mystery-Funko bekommen. Also du wusstest nicht, welcher hier ankommt. Ja, es war dann Frodo. Ja, er stand dann auch eine Weile bei mir im Regal, neben meiner Harry Potter Ausgabe und, neben meiner Herr der Ringe Ausgabe und dem Hobbit. Aber ja, wir wurden nicht warm miteinander und deshalb bei so einer
ich muss jetzt mal hier Ausmist-Aktion, durfte er dann auch wieder rausziehen. Und Lou war so nett und hat ihn dann adoptiert. Traurige Geschichte mit Happy End. Ja, aber wenn wir schon bei Herr der Ringe sind, kommen wir auch gleich zur nächsten Kategorie. Was eine grandiose Überleitung. Es war nicht geplant und trotzdem hat es funktioniert. Ja, kommen wir nämlich zur nächsten Kategorie Bücher. Und da gibt es genau diese wunderschönen Schuber. Die Herr der Ringe Ausgabe in, wie heißt es, Margaret Carew Ausgabe, wenn ich das jetzt richtig lese. Ich schleiche schon, ich weiß nicht wie lange, um diesen Schuber herum und bin tatsächlich am Überlegen, ob ich mir nicht einfach dieses Jahr selbst zu Weihnachten schenke. Ich meine, er kostet 88 Euro, ne? Müssen wir gar nicht drüber reden, das ist eine Menge Geld. Dafür, dass es nur im Regal steht. Aber ich habe so Bock, nochmal die Reihe zu lesen und dann einfach diese wunderschöne Ausgabe im Regal stehen zu haben. Vielleicht passend zu meinem Gimli. Dass ich gesagt habe, so, dieses Jahr setzt du jetzt diese Ausgabe auf deine Wunschliste. Dann hast du es einfach mal nochmal auf dem Schirm. Und selbst wenn ich es mir nicht zu Weihnachten kaufe, vielleicht hat sich das jetzt nochmal so in mein Gedächtnis gebrannt, dass ich sage, komm, im Laufe des Jahres, du sparst jetzt mal ein bisschen und kaufst du dir. Oder, was natürlich auch passieren kann, ich habe ja ein Buchglas quasi, wo ich jedes Mal, wenn ich ein Buch zu Ende gelesen habe, 2 Euro einwerfe oder wenn ich bei Rebuy Bücher verkaufe oder bei eBay Kleinanzeigen, whatever, Bücher verkaufe, halt alles Geld, das ich durch Bücher erhalte, kommt in dieses Glas. Und ich habe gesagt, im Januar oder so muss ich mal eine große Shoppingtour machen. Eigentlich fände ich es dann echt cool, mit so einem riesen Berg Bücher nach Hause zu kommen, weil ich einfach so viel Kontingent zur Verfügung habe. Wenn ich natürlich schon fast 100 Euro für diese 3 Ausgaben ausgebe, wäre das natürlich kontraproduktiv. Aber egal, es steht irgendwo hier drin und ist vermerkt. Dann kommen wir zu einem Buch, das der 3. Band einer Reihe ist, die ich auch schon gelesen habe. Also die ersten beiden Bände habe ich gelesen. Und zwar die Disney-Villains-Reihe. Die Einsame Meer ist der 3. Band und es geht um Ursula. Und wer mich kennt, weiß, dass Ursula einer meiner aller liebsten Charaktere ist. Und für mich kein anderer Disney-Bösewicht an sie rankommt. Ich sage auch immer so aus Spaß, wenn ich mein Handy öffne, beziehungsweise die Kamera öffne und außersehen ist die Frontkamera an und jeder weiß, wie unvorteilhaft es ist, wenn man sich von unten sieht. Und jedes Mal, wenn das passiert, rufe ich ganz laut, Ursula! Und das ist bei uns im Freundeskreis so ein Running Gag. Und irgendwie, ist Ursula einfach cool. Ich habe ja auch mehrere T-Shirts, wo Ursula drauf ist und jedes Mal, wenn ich es anhab, freue ich mich einfach drüber. Ja. Es ist einfach so, ich bin dann noch mal kurz ein kleines Kind und freue mich einfach darauf, dass ich eine Meerhexe auf meinem T-Shirt habe. Letztens habe ich auch, als ich bei meiner Schwester zu Besuch war, das T-Shirt angehabt und irgendwann so nach einer Stunde macht meine Nichte auf einmal zu mir, Gordi, auf dem T-Shirt, das sieht aus wie von Ariel. Da habe ich gesagt, ja mein Schatz, das ist auch die von Ariel. Und warum ziehst du das an? Kindermund. Ich sag's euch, Kindermund. So, jetzt tut's mir leid, es rappeln wieder die Glocken. Es ist mal wieder 12 Uhr nachmittags. Aber ich hoffe, man hört's auf dem Video nicht so sehr. Ja, das ist auf jeden Fall ein Buch, das schon länger auf meiner Wunschliste steht und ich mir gedacht habe, die sind jetzt nicht so teuer. Vielleicht kaufe ich es mir dann einfach jetzt zu Weihnachten. Dann habe ich ein Buch auf meine Wunschliste gesetzt, das meine liebe Freundin Ivy gerade gelesen hat und davon geschwärmt hat in höchsten Tönen. Und zwar nämlich die Staubchroniken. Sie hat irgendwie beim Staubchronik November oder ich weiß nicht mehr genau, wie es hieß. Ivy wird es mir bestimmt sagen können. Es war auf jeden Fall irgendwie so eine Novemberaktion, in dessen Rahmen sie das gelesen hat. Und sie hat es super gut gefunden, mir hat es super gut gefallen und ich schleiche schon länger um das Buch herum. Ich weiß nicht, ob es einfach in der Buchhandlung nirgendwo liegt oder ob es nicht vorrätig ist oder whatever, aber ich habe es nicht wirklich auf dem Schirm gehabt, dass ich das in der Buchhandlung tatsächlich mal mitnehmen kann.
Ich wüsste ja auch gar nicht, wo es bei uns in der Buchhandlung einsortiert wäre. Wir haben nämlich da unten im Erdgeschoss New Adult, aber auch im Teilbereich Fantasy und im ersten Stock ist auch Fantasy und Jugendbuch. Also ja, vielleicht sollte ich mal mit einem genaueren Blick da durchgehen. Auf jeden Fall steht es auf meiner Wunschliste, nachdem Ivy jetzt so davon geschwärmt hat, ist es irgendwie noch mal so ein bisschen weiter hochgewandert. Eventuell habe ich sogar auf meine Wichtel-Wunschliste gesetzt. Bin ich mir gerade gar nicht mehr so sicher. Wir sollten ja vier Bücher nennen, die auf unserer Wunschliste stehen. Und ich dachte, ich bin so schlau und schreibe vier Bücher drauf, von denen ich weiß, dass ich sie in nächster Zeit wohl nicht selbst kaufen werde. Ist mir nämlich schon passiert, dass ich dann zum Wichteln ein Buch bekommen habe, das ich mir in der Zeit schon selbst gekauft habe. Bisschen blöd gelaufen, ja. Dann kommen wir zu einem Buch, das zu meiner liebsten Reihe neben Harry Potter gehört, wenn ich das jetzt mal so sagen darf. Nämlich der Shadowhunter-Reihe, der Chroniken der Unterwelt-Reihe, der Chroniken der Schattenjäger-Reihe. Es gibt da so viele Reihen in diesem Schattenjäger-Universum, dass man irgendwie auch sehr leicht mal den Überblick verliert. Eventuell müsste ich mal da eine Aufstellung aufstellen. Haha, witzig. Welches Buch oder welche Reihe man wann lesen sollte, weil die auch zeitversetzt spielen. Also jetzt zum Beispiel bei den Schattenjäger-Chroniken, die spielen ja, also das ist ja quasi die Vorgeschichte zu Chroniken der Unterwelt, welche Reihe man eigentlich hier eher kennt, weil es da eine Serie zu gibt und einen Film dazu gibt, der übrigens grottig schlecht ist im Vergleich zur Serie. Möchte ich nur mal anmerken. Ja, aber Jana und ich wollen jetzt mehrere Reihen beginnen. Zum Beispiel die Lady Midnight und Lord of the Shadows, Lord of Shadows Reihe. Aber auch diese ganzen Chain of Iron etc. Bücher. Die stehen natürlich auch alle auf meiner Wunschliste, weil ich sie noch nicht habe. Also Lady Midnight habe ich und Lord of Shadows habe ich. Da kommt der dritte Band jetzt aber auch erst, ich glaube, auf Englisch, ist glaube ich erst auf Englisch raus und da warten wir halt noch auf die Übersetzung. Und bei Chain of Iron, da fehlt auch noch der dritte Band. Deshalb haben wir da jetzt eigentlich auch noch nicht so den Drang dahinter, die zu kaufen, die zu lesen. Aber wir sitzen gerade an der Chroniken der Unterwelt-Reihe und kommen jetzt zum dritten Band. Vorher hatten wir die Chroniken der Schattenjäger gelesen. Und was da natürlich dann auch nicht fehlen darf, ist Magnus. Komme ich jetzt endlich mal auf den Punkt, was für ein Buch noch auf meiner Wunschliste steht. Ja, Magnus Bane, beziehungsweise die Chroniken des Magnus Bane, liegt schon ewig auf meiner Wunschliste. Das ist ungelogen bestimmt schon ein Jahr da drauf, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Und Magnus ist einer der farbenprächtigsten und schillerndsten Charaktere des Shadowhunter-Universums. Dadurch, dass er ein Magier ist, taucht er auch in vielen Büchern einfach nochmal auf. Er ist einfach unsterblich und kann quasi den ganzen Zeitstrang irgendwo abdecken und in der Geschichte auftauchen. Ja. Und die Chroniken des Magnus Bane erzählt halt so ein bisschen seine Geschichte. Last but not least, ein Buch, das quasi auch wieder die Einleitung für das nächste Genre oder die nächste Kategorie meiner Geschenke einleiten wird, weil es sich auf ein Computerspiel bezieht, ist dieser Comicband hier. Life is Strange ist ein Spiel, das mich arg beschäftigt hat, das sich direkt in mein Herz geschlichen hat. Sowohl Life is Strange, dann Life is Strange Before the Storm und dann Life is Strange 2 und jetzt dieses Jahr ganz aktuell Life is Strange True Colors. Also, wer gerne Spiele spielt, die eine packende Geschichte dahinter haben, eine mitreißende Geschichte, eine herzzerreißende Geschichte dahinter haben, sollte sich auf jeden Fall mal die Reihe anschauen. Sie ist einfach nur wunderschön und eins meiner liebsten Games. Ich hatte überlegt, ob ich es nochmal komplett durchspielen soll. Aber aktuell steht Animal Crossing einfach ganz oben auf meiner Liste. Und eventuell, deshalb kommen wir jetzt auch zu meinem nächsten Wunsch, kaufe ich mir auch Pokémon. Ja, ich weiß noch nicht, ob ich mir Diamant oder Perle hole. Ich habe jetzt einfach mal Perle eingeblendet, weil ich eher dahin tendiere. Aber ja,
Who knows, was der Weihnachtsmann bringt. Ja, ich bin von Anfang an bei Pokémon dabei gewesen. Ich hatte die rote Edition, meine Schwester hatte die blaue Edition. Und wir haben, glaube ich, gefühlt unsere ganzen nächsten Wochen nach Erhalt an unseren Gameboys gesessen und haben Pokémon trainiert. Ja, und dieser Hype ist bis heute auch irgendwie nicht abgeklungen. Pokémon Schild und Schwert fand ich persönlich jetzt nicht mehr so cool, weil die Story irgendwie ganz anders war und der Aufbau ein bisschen anders war. Ich hoffe jetzt aber, dass Perl und Diamant da ein bisschen anders werden nochmal. Auf jeden Fall steht es auf meiner Wunschliste und die Chance ist relativ hoch, dass ich mir es kaufen werde, weil ich nämlich auch noch einen Gutschein von Mediamarkt hier liegen habe und ja, den natürlich auch dafür verwenden könnte. Das nächste Geschenk auf meiner Wunschliste hat auch mit dem Thema Switch zu tun, und zwar sind das diese Hüllen. Ich weiß nicht, also hier steht Hülle, Gehäuse, Case, Schale, Schutzhülle. Ich gehe mal davon aus, dass das so Silikonhüllen sind, die man um die Controller von der Switch machen kann. Ich weiß es gar nicht genau. Ich habe nur gesehen, sie sind mintgrün und ich habe ja so Joystick-Abdeckungen in weiß und mintgrün mit dem Animal Crossing-Logo drauf. Und ja, fand einfach, dass diese Schutzhüllen da super gut dazu passen. Und mit Animal Crossing geht's auch weiter und wir switchen direkt in die letzte Kategorie, Klamotten. Ich habe mir diesen wunderhübschen Hoodie ausgesucht, den ich, ja, gerne haben würde. Da sind diese Blätter, dieses Logo von Animal Crossing drauf und er sieht einfach super, super schön aus. Ich bin ja sowieso so ein Mint-Fan. Also klar, hier die Wand, die ist jetzt bärenfarben, aber die restliche Wohnung besteht eigentlich nur aus Weiß, Grau und Mintfarben. Von daher bin ich sehr froh, dass das Animal Crossing Logo so schön Mintfarben ist und ich damit eine meiner Lieblingsfarben einfach abdecken kann. Dann kommen wir zum vorletzten Artikel und zwar passt zum Weihnachten dieser wunderschöne Weihnachtspulli von Harry Potter. Ja, wie ihr seht, vorne drauf ist der Zeitumkehrer von Hermine. Ich weiß gar nicht, was das andere ist, was daneben dran ist. Falls ihr es erkennen könnt oder auf dem Link sehen könnt, was es ist, was das Weiße ist. Keine Ahnung. Aber er sieht super schön und flauschig aus. Und ich muss ihn einfach haben. Ich kaufe mir jedes Jahr einen Ugly-Weihnachtspulli. Und das wäre, glaube ich, das erste Mal, dass es kein Ugly-Weihnachtspulli ist, sondern ein wunderschöner. Aber ich schwanke noch. Weil ich nämlich noch einen wunderschönen Weihnachtspullover gesehen habe, der auch ein Fandom betrifft, das ich über alles liebe. Und das wäre Supernatural. Ja, bin mir aber nicht sicher. Der Supernatural-Pulli sieht halt sehr sackig aus im Vergleich zum taillierten Harry Potter-Pulli. Ja. Mein Herz sagt aktuell Supernatural. Mein Geldbeutel sagt keinen. Aktuell tendiere ich aber tatsächlich zu Supernatural Pullover, um meine freien Tage auf der Couch zu verbringen, in einem schönen, lockeren Pullover zu entspannen und ja, die Feiertage zu genießen. Wenn die Pullover nämlich weiter sind, kann man mehr Plätzchen essen. Und mit diesem wunderschönen Leitspruch verlasse ich euch. Das waren nämlich alle Geschenke, die ich auf meiner Wunschliste vermerkt habe. Ihr dürft mir jetzt gerne mal in den Kommentaren verraten, was ihr euch zu Weihnachten wünscht. Habt ihr vielleicht auch eine Liste angelegt? Ich bin ja die Queen of Excel-Listen. Von daher war es auch nicht verwunderlich, dass ich dafür auch eine Liste habe. Aber vielleicht seid ihr ja da genau so. Vielleicht aber auch nicht. Bin sehr gespannt, was ihr euch wünscht. Vielleicht kann ich dann meine Liste danach nach euren Kommentaren auch nochmal erweitern. Ja, ansonsten wünsche ich euch einen wunderschönen Resttag und hoffe, wir sehen uns auch beim nächsten Mal wieder. Tschüss!